Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2021, damit verbunden 8587. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der SPD zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Mit der zweiten Lesung dringlicher Gesetzentwurf DIE LINKE, Aufhebung von Straßenbeiträgen, zusammen mit dem Dringlichen Antrag 20-1144 und mit dem Dringlichen Entschließungsantrag 20-1148 von CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Die Berichterstattung für die Gesetzentwürfe würde der Kollege Bauer übernehmen. Dann würde als Erster reden der Kollege Schaus als Antragsteller bzw. als Urheber des Gesetzentwurfs. Herr Kollege Bauer, Sie haben zur Berichterstattung das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 20-64. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Der Gesetzentwurf war auch Beratungsgegenstand im Haushaltsausschuss. Auch hier gab es die entsprechend gleichlautende Ablehnungsempfehlung. Ich erläutere Ihnen auch den Beschluss von dem Abstimmungsergebnis zu dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Das ist die Drucksache Nummer 20-105 neu. Auch hier lautet er: Beschlussempfehlung. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Mehrheitlich so beschlossen mit Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN gegen SPD, DIE LINKE bei Enthaltung von AfD und Freien Demokraten. Ein gleichlautender Beschluss erfolgte auch im mitberatenden Haushaltsausschuss. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bauer. Damit ist der erste Redner. Vereinbarte Redezeit im Übrigen 10 Minuten. Der Kollege Schaus, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch zu später Stunde sollten wir uns diesem wichtigen Thema widmen, zumal es ja auch landauf, landab zu vielen Diskussionen führt. Bereits mehrfach haben wir hier im Landtag über Gesetzentwürfe über Straßenausbaubeiträge in den letzten Jahren diskutiert. Ich nenne das im Übrigen nicht Straßenausbaubeiträge, sondern Straßenbeiträge, weil der Ausbau impliziert ja, dass da sozusagen was verändert und was erneuert und was verbessert wird, möglicherweise vergrößert und so weiter. Wenn man ein Haus ausbaut, dann kommt da was Besseres raus, zum Beispiel. Hier geht es um Straßenbeiträge, also um die Erneuerung von Straßen, die bereits bestehen. Und zumindest mal dann, wenn es um die Entwicklungskosten geht, auch schon bezahlt wurden von den Anlegern. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Deswegen finde ich den Begriff Straßenausbaubeiträge halt eher ein Verschleier. Also der verschleiert die tatsächliche Situation. Das nur vorneweg. Wir haben uns, wie gesagt, mehrmals mit diesem Thema beschäftigt hier in den letzten Jahren. Zunächst gab es den Gesetzentwurf der FDP vom Januar 2018, der ja nur, sag ich mal, die Umwandlung der seinerzeitigen harten Sollbestimmung in eine Kannbestimmung vorgesehen hat. Und weil die Koalition die Dynamik, die in dieser Debatte drin war, und die Problematik nicht gesehen hat, man könnte auch sagen, verschlafen hat, mussten sie dann sicherlich auch mit Blick auf die Landtagswahlen, kurz vor den Landtagswahlen, dann auf den FDP-Gesetzentwurf draufspringen, weil die Alternative wäre unser Gesetzentwurf gewesen, den wir ja zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge parallel zum FDP oder im Gegensatz zur FDP-Gesetzentwurf eingebracht haben. Wir haben dann noch einmal auch Mitte letzten Jahres über einen Gesetzentwurf der SPD diskutiert zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, der dann, wie ich sage, in einem, ja, wie soll ich sagen, in seinem sehr unschönen Verfahren, das es bisher, jedenfalls habe ich das noch nicht erlebt, im Hessischen Landtag, wo ein Gesetzentwurf sozusagen gleich in erster Lesung weggestimmt wurde und gar nicht in die Ausschussberatung kam. Also, das war auch eine Sternstunde der Demokratie aus meiner Sicht in negativer Hinsicht, meine Damen und Herren. Es folgte also die Beschlussfassung im Mai letzten Jahres über die Veränderung
dieser Soll in die Kann-Bestimmung, auf die sich die Regierungsfraktionen immer wieder berufen. In der Zwischenzeit haben sowohl die SPD jetzt in dieser Legislaturperiode als auch wir Gesetzentwürfe zur Abschaffung, zur gänzlichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge oder der Straßenbeiträge eingebracht und fordern gleichermaßen, dass der Wegfall der Straßenbeiträge von den Anwohnern in einer Größenordnung von 60 Millionen Euro pro Jahr den entsprechenden Kommunen erstattet wird. Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Gesetzentwürfen, die ja in die gleiche Richtung gehen. Und das ist der Ansatz von uns, dass wir versucht haben, sozusagen, dass den Kommunen, die bisher keine Straßenbeiträge gezahlt, also ihren Bürgern abgefordert haben, also die großen Städte wie Frankfurt, Wiesbaden oder auch die reichen Städte wie Eschborn, dass die auch in Zukunft nicht profitieren von diesen zusätzlichen Landesmitteln. Das halten wir nach wie vor für gerechtfertigt. Das allerdings nur, so haben uns die Juristen gesagt, ist das nur begrenzt möglich. Deswegen haben wir das in unserem Gesetzentwurf für 5 Jahre vorgesehen, dass die sogenannten adjudanten Gemeinden sozusagen ausgenommen sind von der Ausschüttung, weil, wie gesagt, sie haben ja adäquat keinen Verlust, wenn man das mal genau betrachtet, weil sie ja nie Straßenbeiträge erhoben haben. Und da sind wir auch schon beim Thema, meine Damen und Herren. Beide Gesetzentwürfe liegen ja jetzt heute in zweiter Lesung vor. Und wir hatten hier in diesem Plenarsaal eine sehr lange und eine sehr ausführliche Anhörung gehabt, in diesem Jahr im Mai dazu. Die Ränge waren auch besetzt, die waren voll von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Hessen. Und das Ergebnis dieser Anhörung war seinerzeit, dass alle, auch nicht die kommunalen Spitzenverbände, sich gegen die Abschaffung der Straßenbeiträge ausgesprochen haben, bei gleichzeitiger Kostenerstattung durch das Land Hessen. Das ist sozusagen die richtige Formulierung, weil so, wie es bisher dargestellt wurde und sicherlich nachher auch nach meinem Beitrag auch von Seiten der Regierungsfraktion gemacht wird, ist es nicht so. Wir haben sowohl was die schriftliche Aussage oder die schriftliche Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes angeht und das, was Herr Schelske dann hier gesagt hat, auf Befragen, haben wir eine Differenz. Und da hat er sich ja sehr wohl dafür ausgesprochen und im Übrigen auf Nachfragen auch die Vertreter des Hessischen Städtetages, also die Betroffenen. Es ist klar herausgekommen, Herr Bellino, und das will ich noch einmal herausarbeiten, weil Sie das falsch darstellen. Und ich weiß, Sie werden das nachher wieder falsch darstellen, weil es darum geht, dass niemand von den, ich glaube, 60 Anzuhörenden, niemand sich dagegen ausgesprochen hat, dass, wenn das Land Hessen die Kosten ersetzt, dann die Straßenbeiträge abgeschafft werden. Das ist sozusagen der Zusammenhang. Und das ist auch die Wahrheit. So. Und was anderes kann meiner Ansicht nach redlich nicht behauptet werden. So. Ja, ich weiß, dass Sie da nervös werden, Herr Bellino, wenn ich das so rausarbeite, ne? Weil das ja Ihre Argumentationsgebäude dann zum Einsturz bringt. Ist mir schon klar. So. Also, die Verbände der Wohnungswirtschaft, sowohl auf Mieterseite als auch im Übrigen auf Hauseigentümerseite, also auch Haus und Grund zum Beispiel, viele Bürgermeister, Rinnen und Bürgermeister, die wir angehört haben, und natürlich die betroffenen Vertreter von den mittlerweile über 70 Bürgerinitiativen, die es in Hessen gibt. Und es werden sozusagen täglich mehr. Da sollte sich die Koalition durchaus auch mal, das sollte sie auch mal zum Nachdenken bringen, finde ich, wenn so eine Entwicklung in Hessen stattfindet. So. Klar geworden ist, dass, wie gesagt, diese ungerechten Straßenbeiträge aus vielerlei Hinsicht ungerecht sind. Also zunächst einmal treffen sie nur diejenigen, und das haben wir auch schon mehrmals hier vorgetragen, die an Ortsstraßen wohnen, also nicht die an Landstraßen wohnen, nicht die an Bundesstraßen wohnen. Es betrifft zudem nur die
Bewohner. Ja, es betrifft zudem nur die Eigentümer, aber da komme ich gleich noch einmal dazu. Es betrifft nur die Eigentümer im Moment. Aber in den Städten, Herr Müller, in den Städten, in denen Straßenbeiträge überhaupt erhoben werden. Das sind nicht alle in Hessen. Also insofern ist eine Gleichbehandlung in mehrfacher Hinsicht schon nicht gegeben. Und drittens, wenn man einen bundesweiten Vergleich macht, dann haben wir natürlich eine Tendenz, dass es in Ländern keine Straßenbeiträge gibt. Baden-Württemberg gab es sie noch nie. Bayern hat sie abgeschafft, Berlin hat sie abgeschafft mit den Stimmen der CDU. Haben wir alles schon diskutiert. Hamburg hat sie abgeschafft, einstimmig im Parlament. Brandenburg hat sie mittlerweile abgeschafft und Thüringen wird sie in den nächsten Wochen auch abschaffen. Und insofern ist Hessen hinten. Ja, und das soll es auch bleiben, offensichtlich, nach dem, was ich von der Koalition weiß. Und das ist sehr bedauerlich. Ich will nur noch einmal an dieser Stelle zum Ausdruck bringen. Ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass der Antrag, den die FDP jetzt vorgelegt hat, eine, wie soll ich sagen, Abkehr der alten Position ist. Also wenn Sie auf der einen Seite sagen, dass Sie selber jetzt sozusagen die Erhöhung eines Topfes fordern um exakt 60 Millionen, dann verfreut mich das sehr. Warum das befristet sein soll, ist dann noch einmal eine andere Frage. Da muss man dann drüber diskutieren. Aber das können wir gerne im Ausschuss noch einmal machen, weil wir werden auf jeden Fall, also wir sind ja, wie soll ich sagen, immer voller Hoffnung, dass wir noch die Koalitionäre überzeugen können. Und deswegen beantrage ich ja auch für meine Fraktion die dritte Lesung zu unserem Gesetzentwurf, damit wir nochmals in uns gehen und das entsprechend diskutieren. Also, meine Damen und Herren, es gäbe noch vieles zu sagen. Und ich sehe, meine Redezeit ist um, Herr Präsident. Deswegen lassen Sie uns das noch einmal diskutieren im Ausschuss, in der Hoffnung, dass Sie auch zu der Einsicht kommen, dass das Argument, 3 Millionen seien ja in Hessen nicht betroffen, nicht sticht, weil die anderen 3 Millionen sind nämlich betroffen von den Straßenausbaubeiträgen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Schaus. Auch eine neue Strategie mitzuteilen, dass die Redezeit beendet ist, aber weiterzureden. Sehr, sehr schlaue Strategie, müssen wir uns merken. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Herrmann. Herr Herrmann, bitte schön, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Reden wir nicht drum herum, sagen wir es klar und deutlich und bringen es auf den Punkt. CDU und GRÜNE missachten bei den Straßenausbaubeiträgen eindeutig den Bürgerwillen und die von Hessens schwarz-grüner Regierungskoalition zu verantwortende Regelung zu den Straßenausbaubeiträgen fördert die Zweiklassengesellschaft. Selbst wenn man CDU und GRÜNE gute Absichten beim Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen unterstellte, was einem angesichts der erkennbar negativ zu erwartenden Auswirkungen erheblich schwerfallen dürfte, muss man doch feststellen, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Genau diese Weisheit spiegelt sich in der seit Juni 2018 in Kraft gesetzten Gesetzesnovelle zu den Straßenausbaubeiträgen der schwarz-grünen Landesregierung wider. Die sogenannte neue Autonomie der Kommunen ist schlicht eine Mogelpackung des Landes. Was den Verantwortlichen in den Kommunen scheinbar mehr Entscheidungsfreiheit bringt, wird letztlich dafür sorgen, dass zukünftig ein Teil der Bürger von Straßenbaubeiträgen befreit wird und ein anderer Teil keine Entlastung erfährt. Willkommen in der Zweiklassengesellschaft, kann ich dazu nur sagen. Gerade in finanzschwachen Kommunen dürften Eigentümer von Grundstücken und Häusern weiter belastet werden. Und auch Anlieger an vielbefahrenen Straßen werden wohl weiterhin zur Kasse gebeten. Machen wir uns nichts vor. Die unterschiedliche Handhabung der Kommunen in der Erhebung von Straßenbeiträgen wird zu einem Standortvorteil für finanzstarke Gemeinden führen. Während die finanzschwachen Gemeinden, die auf die Straßenbaubeiträge nicht verzichten können, es noch schwerer haben werden, Bürger an ihre Gemeinde zu binden. Eine solche Bindung entsteht natürlich, wenn Menschen Grundstücke erwerben, Häuser bauen oder kaufen.
Bedenken Sie dabei bitte auch, dass die Gemeinden hier einmal durch die Grunderwerbsteuer und in Folge langfristig durch regelmäßige Einnahmen profitieren. Straßenbaubeiträge sind aber durchaus geeignet, eine solche Bindung erst gar nicht entstehen zu lassen. Denn Straßenbaubeiträge, die in der Folgezeit auch zu sechsstelligen Forderungen an den Eigentümer werden können, wie das Beispiel aus Battenberg zeigt, bei dem rund 130.000 € gezahlt werden sollen, gefährden nicht nur den Erhalt des Eigentums. Nein, es zerstört förmlich die Altersvorsorge und das Vermögen der Bürger, wenn sie nicht gerade Millionäre sind. Jedem Bauantrag wird da zukünftig wohl eine Anfrage nach Straßenausbaubeiträgen vorausgehen. Und das kann ja wohl nicht gewollt sein. Eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge für alle Bürger ist deshalb auch die logische Forderung der AfD. Wir sprechen uns deshalb auch eindeutig dafür aus, die Kosten der Straßeninstandhaltung dem Land Hessen zuzuordnen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in strukturschwachen Gebieten nicht noch mehr aufgebürdet bekommen. Es muss in der finanziellen Verantwortung, ja sogar Pflicht des Landes Hessen sein, hessische Straßen instand zu halten. Und dieser Ansicht ist erfreulicherweise die AfD nicht alleine. Die durchgeführte Anhörung hat es auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Eine überwältigende Mehrheit, fast alle Angehörten, haben sich für eine Abschaffung dieser Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Ob Bürgermeister, ob Hessischer Städte- und Gemeindebund, ob Verband Wohneigentum, ob Deutscher Mieterbund oder der Bund der Steuerzahler und noch andere mehr, sie alle befürworten die Abschaffung. Jetzt sollte man eigentlich meinen, wenn so eine Vielzahl von Fachleuten, Experten und Politiker eine solche Empfehlung geben, fällt die Entscheidung leicht und im Sinne der Bürger. Dem wäre tatsächlich auch so, wenn die AfD das zu entscheiden hätte. Leider entscheidet das aber die Regierungsfraktion aus CDU und Grünen. Und die kommt trotz einer Vielzahl von überzeugenden Argumenten treffsicher zu dem falschen Ergebnis, nämlich die Straßenausbaubeiträge nicht komplett abzuschaffen. Das ist umso unverständlicher, wenn man bedenkt, dass die Grundstückseigentümer die Straße mit den Erschließungsbeiträgen schon einmal fast vollständig bezahlt haben. Meine Damen und Herren, mit dem am 7. Juni 2018 in Kraft getretenen Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen hat die Landesregierung den Städten und Gemeinden die Erhebung von Straßenbeiträgen freigestellt. Letztendlich hat sie damit nichts anderes getan, als sich aus der Verantwortung zu stehlen und den Städten und Gemeinden den schwarzen Peter zuzuschieben. Statt für eine hessenweite, einheitliche und bürgerfreundliche Regelung zu sorgen, was CDU und Grüne durchaus machen könnten, dass in Hessen nämlich die Bürger diese Ungleichbehandlung beendet wird. Ja, tun Sie das nicht. Das ist nicht nur ungerecht, sondern in der Konsequenz auch zutiefst unsozial, wie der von mir genannte Fall in Battenberg zeigt. Solche bürgerfernen und bürgerunfreundlichen Entscheidungen lehnen wir als AfD strikt ab. Straßenbaubeiträge gehören komplett abgeschafft, wie es auch die Anträge von SPD und DIE LINKEN fordern. Allerdings gehen auch diese beiden Anträge nicht weit genug. Aus diesem Grund hatte die AfD-Fraktion heute einen dringlichen Gesetzesänderungsantrag eingebracht, den Sie aber aus niederen politischen Beweggründen abgelehnt haben. Doch, wir werden ihn halt jetzt regulär einbringen. Wie bereits dargelegt, spricht sich auch die AfD für die komplette Abschaffung der Straßenbeiträge aus. Allerdings wird sich unser Gesetzesänderungsantrag in einem wesentlichen Punkt deutlich von den Entwürfen von SPD und DIE LINKE unterscheiden. Denn wir fordern, die laufenden Straßenbeitragserhebungsverfahren einzustellen und die Betroffenen von der Zahlungspflicht zu befreien. Gleichzeitig fordern wir die Rückzahlung bereits geleisteter Zahlungen im Jahr 2019
an die betroffenen Bürger. Entsprechend wird unser Gesetzesänderungsantrag die Forderung enthalten, die Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum Stichtag 1. Januar 2019 abzuschaffen, und zwar im Interesse und zum Vorteil unserer hessischen Bürger. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Hoffmann. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist Alexander Bauer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vorneweg, die Zulässigkeit der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist höchstrichterlich geklärt. Man könnte ja geradezu den Eindruck haben, die CDU hätte es erfunden. Da darf ich nur mal in Erinnerung rufen, dass die Straßenausbaubeiträge in Hessen in den 1970er Jahren eingeführt wurden und damals weitgehend unstreitig über Jahrzehnte lang auch angewandt wurden. Der Kommunale Spitzenverband oder die Kommunalen Spitzenverbände erklären seither übereinstimmend, ich darf zitieren, dass es in der Vergangenheit eine sachgerechte Anwendungspraxis gab. Der HSGB formuliert in seiner Stellungnahme, das System der Erhebung von Straßenbeiträgen hat in Hessen bislang zu keinen gravierenden Ungerechtigkeiten geführt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, natürlich zahlt niemand gerne Beiträge oder Steuern. Und da es bei den Einmalbeiträgen auch zu hohen Belastungen für einzelne Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer kommen kann, wurde das Straßenausbaubeitragsrecht im Jahr 2013 um wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erweitert. Diese jährlichen Beiträge sind deutlich geringer, zumeist im dreistelligen Eurobereich. Damals hatte die SPD-Landtagsfraktion im Vorfeld der Kommunalwahl 2016 sehr intensiv mit dem Verweis auf die erfolgreiche Praxis in Rheinland-Pfalz für die Ermöglichung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen geworben. Das Internet ist voll von Informationsveranstaltungen unter dem Titel „Wir werben für eine solidarische Straßenfinanzierung“. Was früher richtig war, ist heute falsch. Damals Heilsmittel, heute Teufelszeug, meine Damen und Herren. Mittlerweile haben immerhin 42 Kommunen auf dieses von Ihnen damals sogenannte solidarische Erhebungsmodell umgestellt. Meine Damen und Herren, nach der finanziellen Konsolidierung der Kommunen in Hessen gab es in 2018 erneut eine Gesetzesänderung. Wir haben den damaligen Zwang aus kann, wurde, soll wieder aufgehoben. Und damit wurde der Rechtszustand des KAG von 2013 wiederhergestellt. Somit können die Kommunen seither wieder selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie überhaupt Straßenausbaubeiträge erheben wollen. Meine Damen und Herren, die Erhaltung der kommunalen Straßen und deren Finanzierung ist bekanntlich ureigenste Aufgabe der Kommunen und integraler Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung. Diese Auffassung vertritt auch der Hessische Städte- und Gemeindebund in seiner Stellungnahme. Er schreibt nämlich aus den und er schreibt es zu Ihrem Gesetzentwurf, nicht zu irgendeiner Frage. Er hat Ihren Gesetzentwurf vorgelegt bekommen, und dazu gibt er folgende schriftliche Stellungnahme ab, die er auch nicht zurückgezogen hat, meine Damen und Herren. Das sind die Fakten. Und ich darf zitieren. Aus den oben genannten Gründen sind wir der Auffassung, dass die gänzliche Abschaffung der Möglichkeit der Straßenbeitragserhebung ein gesetzgeberischer Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und Finanzierungshoheit darstellt, der nicht gerechtfertigt ist. Und weiter, soweit von einzelnen Kommunen die Auffassung vertreten wird, die Erhebung von Straßenbeiträgen sei für sie unwirtschaftlich oder rechtlich unsicher, steht ihnen nach der jetzigen Rechtslage schon die Möglichkeit offen, auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Daher ist kein Grund ersichtlich, die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen durch gesetzliche Vorgaben zu untersagen. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Auch der Hessische Städtetag hat in seiner Stellungnahme, die auch nicht zurückgezogen worden ist, formuliert, dass deren Mitgliedschaft ganz überwiegend diesen Gesetzentwurf von SPD und auch von den LINKEN ablehnt. Ich darf zitieren, ein Verbot der Erhebung von Straßenbeiträgen widerspricht dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Eine Rückabwicklung vorhandener Satzungen dürfte sich als kosten- und zeitintensiv darstellen. Zitat Ende. Auch das ist eine eindeutige Stellungnahme eines Verbandes von über vielen Kommunen, der nicht zurückgezogen worden ist. Meine Damen und Herren, es ist natürlich richtig, dass die Eigentümer der Grundstücke nicht die einzigen Benutzer ihrer Straßen sind. Und darauf reagiert auch schon das Beitragsrecht, denn den betreffenden Grundstückseigentümern wird ja nur ein Anteil
von den für ihre Straße erforderlichen Ausbaukosten auferlegt. Dieser Eigentümeranteil steht ja schon in Relation zu der voraussichtlichen Inanspruchnahme durch die Allgemeinheit. Das führt dazu, dass die Grundstückseigentümer je nach der Klassifizierung der Straßenart, nämlich in Anlieger, Haupterschließung oder Durchgangsstraße, einen reduzierten Anteil der Ausbaukosten von Gemeindestraßen übernehmen. Und der übrige Kostenanteil wird ja jetzt schon der Allgemeinheit, also den anderen Einwohnern, als Gemeindeanteil übertragen. Meine Damen und Herren, der Eigenanteil der Gemeinde ist nach § 11 Absatz 4 KAG als Mindestanteil geregelt. Danach bleiben bei der Bemessung des Betrages mindestens 25% außer Ansatz, wenn das eine Anliegerstraße ist, mindestens 50%, wenn das eine inhaltliche Durchgangsstraße ist, und mindestens 75%, wenn sie überwiegend dem Durchgangsverkehr dient. Aus der neuen gesetzgeberischen Möglichkeit eines vollständigen Beitragsverzichtes ergibt sich die Möglichkeit einer weiteren Mischfinanzierung. Das heißt, demnach steht einer Aufstockung dieses Mindestanteils nichts im Wege. Schon jetzt kann im gemeindlichen Satzungsrecht durchaus eine bürgerfreundliche Aufteilung etwa in 30, 60, 90 und andere Kategorien vorgenommen werden, meine Damen und Herren. Die Kommunen vor Ort können jetzt schon anders die Beträge berechnen und belasten ihre Bürger damit auch viel, viel geringer. Und, meine Damen und Herren, weil Sie so sagen, Ihr Gesetzentwurf sei von allen Anwesenden gelobt worden, will ich nur zwei Beispiele nennen, um Sie zum Nachdenken zu animieren. Die Stellungnahme von Prof. Dr. Hans Joachim Driehaus sagt ganz klar, dass Sie gar nicht alle Straßenausbaubeiträge abschaffen können. Denn im Bundesrecht, im Sanierungsrecht haben Sie nach wie vor, wenn ein Sanierungsbezirk ausgewiesen wird, in dem eine Straße saniert wird, die Verpflichtung, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Dieses Bundesrecht können Sie hier gar nicht verändern. Dazu regelt Ihr Gesetzentwurf schon einmal gar nichts, meine Damen und Herren. Zweiter Punkt. Die Zweiklassengesellschaft von denen, die etwas erstattet bekommen zu einem Stichtag und die wiederum nichts erstattet bekommen, weil sie hinter dem Stichtag liegen, ist bei Ihnen auch nicht geklärt, meine Damen und Herren. Sie schaffen damit weitere Ungerechtigkeiten. Und bei detaillierter Betrachtung des Gesetzentwurfs von SPD und der LINKEN wird ganz offenkundig, dass beide Gesetzentwürfe unterfinanziert sind. Den Gesetzentwurf der SPD kommentiert der HSGB, ich darf zitieren, derzeit nicht ausreichend gegenfinanziert und auch nicht interessensgerecht ausgestaltet. Zitat Ende. So ist es zu lesen. Und bei den Stellungnahmen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Sie als Kronzeugen herbeiführen, die sind wenigstens so ehrlich und sagen in ihren Stellungnahmen, dass sie jährliche Kompensationsmittel von Seiten des Landes in Höhe von 100 bis 150 Millionen € fordern. Das steht in den Unterlagen drin. Und zu dieser berechtigten Kritik bringen Sie gar nichts vor. Sie regeln nichts und sagen, mit 60 Millionen € kann man das aus der Portokasse bezahlen. Das ist falsch. Meine Damen und Herren, wir Christdemokraten sind der Meinung, dass wir bei den Straßenbeiträgen bereits jetzt schon eine Regelung haben, die praktikable Lösungen anbietet. Ich bin übrigens auch der Auffassung, dass wiederkehrende Straßenausbaubeiträge eine gute Alternative sind, um Grundstücksbesitzer vor hohen Einmalzahlungen zu schützen. Diese Beitragsvariante ermöglicht eine faire Verteilung der Abgabenlast auf vielen Schultern und auf vielen Jahren. Und zur Erleichterung dieser Abrechnungsmethode haben wir die Definition der Abrechnungsbezirke ausdrücklich vereinfacht. Wir haben außerdem den Kommunen, die von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge wechseln, eine pauschale Aufwandserstattung von 20.000 € pro Abrechnungsgebiet angeboten. Und ein weiterer wesentlicher Vorteil von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen ist, dass Grundstücksbesitzer, die bisher bereits bezahlt haben, bis zu 20 Jahren von weiteren Zahlungen verschont werden können und somit einer Mehrfachbelastung entgehen. Das regeln Sie in Ihren Gesetzentwürfen überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, natürlich kann ich doch nachvollziehen, dass die Forderung nach Abschaffung sehr populär ist, wenn ein Dritter die Kosten der Straßensanierung übernimmt. Ebenso selbstverständlich ist doch die Tatsache, dass alle politischen Ebenen ihre Vorhaben aus Steuergeld finanzieren.
Insofern sind dieser Kompensation geforderten Landesmittel schlicht Steuergelder. Und es ist aus meiner Sicht unredlich, den Bürgerinnen und Bürgern etwas anderes zu vermitteln, denn am Ende zahlt es der Bürger doch, meine Damen und Herren. Und wir lehnen deshalb Ihre Gesetzentwürfe beide ab, denn wir haben in Hessen bereits eine gesetzliche Lösung, die den Zuständigen vor Ort verschiedene Wege der Beitragserhebung ermöglicht. 101 Kommunen haben in Hessen selbstverantwortlich bereits beschlossen, ihre Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und vor Ort kann bereits jetzt schon entschieden werden, ob und in welcher Form Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Wir finden diese Freiheit der Entscheidung gut so, und deshalb wollen wir an der Sache auch nichts ändern, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bauer. Nächster Redner ist der Abg. Hofmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin ja noch nicht so lange in diesem Parlament, und ich muss sagen, diesen Tag heute werde ich nicht so schnell vergessen. Heute Vormittag habe ich den Tiefpunkt an politischem Anstand hier im Haus erleben müssen. Allerdings habe ich auch kurz danach den Höhepunkt der parlamentarischen Demokratie erleben dürfen, als sich 5 demokratische Parteien gegen eine sogenannte Alternative von der rechten Seite mit einer festen Stimme gesprochen haben. Wir reden über 2 Gesetzentwürfe, über die Sie sicher unterschiedlicher Meinung sind und deshalb auch andere Lösungsansätze haben. Aber bei allem Diskurs gilt, alle Entscheidungen sind im demokratischen Diskurs zustande gekommen. Wir hatten sehr intensive Anhörungen. 2 Ausschüsse haben sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Und jetzt sind wir in der 2. Lesung. Wenn es nach dem Gesetzentwurf der LINKEN und der SPD geht, müssen Hessens Bürgerinnen und Bürger demnächst die Zeche zahlen für die im kommunalen Besitz befindlichen Straßen. So könnte man das kurz und knapp umschreiben. Denn die 60 Millionen €, die SPD und LINKE vom Land Hessen einfordern, müssen ja irgendwo herkommen. Und die beiden Parteien wissen auch schon, woher, um in deren Duktus zu bleiben, vom kleinen Mann und von der kleinen Frau. Nochmal, kommunale Straßen sind Eigentum der Kommune. Diese werden im dobischen Haushalt als Wert vermerkt, und die Kommunen sind die Baulastträger. Baulastträger im Straßenbau ist die Behörde, die für die Unterhaltung einer Straße zuständig ist, ergo Bund für Bundesstraßen, Land für Landesstraßen, Kreis für Kreisstraßen und die Kommune für kommunale Straßen. Und die jeweiligen Baulastträger wissen am besten, welche Straßen und wie diese Straßen zu sanieren sind. Und das Subsidiaritätsprinzip gebietet dann auch die Verantwortung über deren Finanzierung. Die Idee der Sozialisierung der Kosten der Sanierung ist deshalb kein praktikables Lösungsbild. Im Kommunalen Aufgabengesetz ist eindeutig beschrieben, wer für die Sanierung seines Eigentums verantwortlich ist. Und zur Verantwortung gehört eben auch die Finanzierung. Und gerne möchte ich Ihnen noch einmal darlegen, warum wir GRÜNE und die CDU die Neuregelung von 2018, der Erhebung von Straßenbeiträgen vom Mai 2018, nach wie vor für erforderlich und in ihrer Ausgestaltung für sinnvoll halten. Jede staatliche Ebene hat dafür Sorge zu tragen, ihre Aufgaben nachzukommen und trägt dafür die Finanzverantwortung. Jede staatliche Ebene muss für sich entscheiden, wie sie die im Rahmen der eben angesprochenen Finanz- und Aufgabenverteilung die von ihr zu erbringenden Leistungen finanziert. Die Hessische Landesregierung hat mit der Unterstützung der FDP damals, vielleicht erinnern Sie sich noch,
in der letzten Legislatur mit der letztjährigen Rechtsänderung den Handlungsspielraum für die Kommunen erweitert. Und folgende Möglichkeiten stehen seither zur Verfügung. Erstens Abschaffung der Straßenbeiträge. Die vollständige Abschaffung der Erhebung von Straßenbeiträgen, egal ob einmalige oder wiederkehrende. Dies führt zu einer Finanzierung des kommunalen Straßenbaus über die kommunale Allgemeinheit mit allgemeinen Deckungsmitteln. In 101 von insgesamt 423 Städten und Gemeinden werden aktuell keine Straßenbeiträge erhoben. Seit der Rechtsänderung 2018 haben 69 Kommunen diese Straßenbeiträge abgeschafft. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal erwähnen, dass das hier um Straßenbeiträge geht und nicht um Straßenbaubeiträge oder Straßenausbaubeiträge. Damit muss man sich halt auch mal beschäftigen. Zweitens wiederkehrende Beiträge. Den Städten und Gemeinden, die ab dem Jahr 2018 dieses System praktizieren, steht ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 20.000 € für die Aufwendung und Bildung der Abrechnungsgebiete zu. Auch die Voraussetzung für die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen wurde vereinfacht. In insgesamt 42 Kommunen werden wiederkehrende Beiträge erhoben. Seit 2018 haben 11 Kommunen vom vorher praktizierten System der einmaligen auf wiederkehrende Beiträge umgestellt. Drittens Absenkung des Kostenanteils der Grundeigentümer. Nach der Rechtsänderung im vorigen Jahr können Städte und Gemeinden auch entscheiden, andere, flexiblere Möglichkeiten anzuwenden, sich kategorisch entweder für die bisherigen Anliegerfinanzierung, einmalig oder wiederkehrend, oder für die Finanzierung über die Allgemeinheit mit allgemeinen Deckungsmitteln, etwa über die Grundsteuer, zu entscheiden. Die Kommunen haben nunmehr auch das Recht, diese Finanzierungsformen auszutarieren. Die Höchstsätze für die Beitragsbemessung in § 11 Absatz 4 KAG, also 75% für Anliegerverkehr, 50% für innerörtlichen Durchgangsverkehr, 25% für überörtlichen Durchgangsverkehr, können reduziert werden und damit der Anteil der Anlieger auf ein vor Ort für angemessenes gehaltenes Niveau gesetzt werden. Damit wird gleichzeitig vermieden, die Kosten vollständig der Allgemeinheit aufzubürden. Solche innovativen Regelungen bestehen derzeit in Haiger, in Kronberg und in Neuhof in meiner Nachbarkommune im Kreis Fulda. Auch Taunusstein beabsichtigt zukünftig, die Grundeigentümer nur noch bis 30% bei reinen Anliegerstraßen, 20% bei Straßen mit innerörtlichem Durchgangsverkehr und 10% bei Straßen mit überörtlichem Durchgangsverkehr an den Kosten zu beteiligen. Dass mittlerweile eine Vielzahl an hessischen Kommunen die Freiheit genutzt haben, ihre Straßen durch individuelle Maßnahmen zu finanzieren, zeigt eine Auflistung der Kommunalaufsichtsbehörde, die zum 1. Juli 2019 die Sachlage zusammengetragen hat. Es sollte nun also deutlich geworden sein, dass im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung und des erweiterten kommunalen Gestaltungsspielraumes durch die Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen Ja, wenn man sich so viel anhören muss. Durch die Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen eine Bandbreite an Optionen für alle hessischen Kommunen zur Verfügung steht. Ergänzend zur Option der einmaligen Beiträge möchte ich auch noch einmal anmerken, besteht ja immer noch die Möglichkeit, die Belastung einer Einmalzahlung tragbar verteilen zu lassen. Statt wie bisher Ratenzahlung über maximal 5 Jahre ist dies nun über bis zu 20 Jahre bei deutlich niedrigeren Zinsen möglich. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Koalition unter Unterstützung der FDP, ich erwähne das immer gerne, in 2018 hat sich bewährt. Die Kommunen machen das, was sie machen sollen. Sie entwickeln eigene individuelle Lösungen. Dafür gebührt den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den jeweiligen Kämmerern und den kommunalen Gremien Dank. Es bleibt festzuhalten, Eigentum verpflichtet. Die hessischen Städte und Gemeinden sind im Besitz ihrer kommunalen Straßen und müssen deshalb ihrer Funktion als Straßenbaulastträger für die Kosten der Sanierung Sorge tragen. Wie sie das tun, liegt
Herr Kollege, es ist sehr unruhig und es ist einfach schwierig, gegen eine murmelnde Wand zu reden. Ein bisschen aufmerksamer und schenken dem Redner Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Ich bin gleich fertig. Die Hessenstädte und Gemeinden sind im Besitz ihrer kommunalen Straßen und müssen deshalb in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger für die Kosten der Sanierung Sorge tragen. Wie sie dies tun, liegt im durch das Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen geschaffenen Handlungsspielraum, den bislang viele Kommunen genutzt haben. Eine individuelle Abschaffung durch die Kommunen ist schon jetzt bereits möglich. Und das haben ja auch schon einige getan. Damit ergibt sich für die Hessische Landesregierung keine Erfordernis, die Straßenbeiträge gänzlich abzuschaffen. Der Haushaltsausschuss hat am 12.06. gegen die Entwürfe von SPD und LINKE entschieden. Der Innenausschuss hat sich am 22.08.2019 gegen die Gesetzentwürfe entschieden. Und wir sollten es jetzt auch tun. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke schön, Herr Kollege. Nächster Redner für die Freien Demokraten ist der Abgeordnete Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind nicht der einzige Landtag, der sich aktuell mit diesem Thema beschäftigt. In unserem Nachbarland, in Rheinland-Pfalz, wird dort ebenfalls gestritten, in anderer Konstellation. Das zeigt aber deutlich, dass es ein emotionales Thema ist und dass es häufig dann doch zwischen Regierung und Opposition hin und her geht und die Parteifarben mitunter nicht ganz entscheidend sind. Ich will aber für uns Freie Demokraten sagen, dass wir es uns ganz so einfach nicht machen. Wir haben heute hier einen Antrag eingebracht, der sehr differenziert die Debatte, die jetzt auch schon geführt wurde, aufnimmt und, glaube ich, eine Lösung präsentiert, die auf der einen Seite das Thema kommunale Selbstverwaltungshoheit berücksichtigt, aber auf der anderen Seite auch die Probleme berücksichtigt, die durch Bürokratie, ungerechte Heranziehung von hohen Beitragszahlern usw. so einen Ausgleich schafft und eine Möglichkeit findet, alles in Einklang zu bringen. Deswegen ist es für uns Liberale selbstverständlich, eben nicht den einfachen Weg zu gehen. Und ich sage auch, dass wir die Gesetzentwürfe von Linken und SPD ablehnen werden, weil wir glauben, dass es nicht richtig ist, die in 28 Absatz. Ja, hören Sie erst mal zu, dann kriegen Sie auch einen Lösungsvorschlag. Dann ist es gar nicht so schade. Denn 28 Absatz 2 Grundgesetz und 137 der Hessischen Verfassung halten die kommunale Selbstverwaltungshoheit hoch. Und das wollen wir auch tun. Wir sind nämlich in der Tat auch der Meinung, dass die Kommunen im Besitz ihrer Straßen sind und deswegen auch darüber entscheiden müssen, wann und wie sie die Straßen sanieren. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, Sie dürfen keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben. Aber doch hat es schon. Wenn eine Kommune etwas Besonderes machen will oder was auch immer entscheiden will, dann kann sie das entscheiden. Und diese Entscheidungsfreiheit nehmen Sie, indem Sie ihr die Möglichkeit nehmen, eine solche Satzung zu erlassen. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, überhaupt über ausreichend finanzielle Möglichkeiten zu verfügen, um auch die Straßenbeiträge abschaffen zu können. Auch da ist der Weg, der in den beiden Gesetzentwürfen beschritten ist, schwierig. Wie soll es genau verteilt werden, das Geld? Ja, natürlich gibt es Möglichkeiten. Aber wir schlagen vor, und das haben wir in unserem Antrag formuliert, dass wir das Geld über den KFA verteilen. Und das ist auch ein Ergebnis aus der Anhörung. Denn wir haben sehr genau zugehört, auch beim Städte- und Gemeindebund. Und es war dort die klare Antwort, wenn Geld fließen kann, dann muss das eigentlich über einen vorhandenen Weg fließen, der originär die Mittel auch gerecht verteilen kann. Und das ist aus unserer Sicht der KFA. Und im KFA gibt es einen Titel, der heißt Laufende Zuweisung für Straßen kommunaler Träger. Und in diesem Titel, der im Moment 18 Millionen Euro umfasst, den wollen wir auf 78 Millionen Euro anheben. Das sind genau diese 60 Millionen Euro, die in der Anhörung in weiten Teilen Zustimmung gefunden haben. Ich habe eben gehört, Herr Bauer, dass es auch Kritik gab, es hätte mehr sein müssen. Das allerdings als Kritik an den Gesetzentwürfen auszulegen, halte ich für etwas schwierig, weil die haben nicht gesagt, das ist schlecht, sondern es ist richtig, es müsste nur mehr sein. So, das ist jetzt zwar Kritik, das stimmt, aber es geht irgendwie in die andere Richtung, in die Sie wollen. Insofern glaube ich, dass wir
ein Modell gefunden haben, das eben kommunale Selbstverwaltung und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Einklang bringen kann. Und warum das notwendig ist, möchte ich auch gerne noch einmal ausführen. Vor Ort heißen Straßenausbaubeiträge nämlich in vielen Fällen Ungerechtigkeiten. Es gibt Straßen, meine Damen und Herren, das ist eine Straße, die ist bis zu einem bestimmten Punkt eine Kreisstraße und ab diesem Punkt eine Ortsstraße. Und wie soll man jemandem erklären, dass der Nachbar in einer Kreisstraße wohnt und für die neue Straße keinen Cent bezahlen muss und der Nachbar nebendran an einer Ortsstraße wohnt und die vollen Straßenbeiträge bezahlen muss? Das lässt sich nicht vermitteln. Ja, aber wir versetzen die Kommunen in die Lage, sie abzuschaffen. Und das ist das Thema kommunale Selbstverwaltung, die wir als Freie Demokraten nach dem Subsidiaritätsprinzip, das dort auch mit reinspielt, hochhalten wollen. Und deswegen gehen wir diesen Weg. Und dann, glaube ich, sind die Kommunen auch in der Lage, in eigener Verantwortung die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Und wir haben auch zum Teil einfach hohe Beiträge. Und wie man jemanden, dessen Grundstück vielleicht auf dem Land 80.000 bis 100.000 € wert ist, erklären soll, dass er dann Beiträge in Höhe von 60.000, 70.000 € bezahlen soll, und sei es auch in wiederkehrender oder gestundeter Form, ist schon schwierig. Deswegen versetzt das, was wir jetzt hier beantragt haben, jedenfalls die Kommunen in die Lage, dort Veränderungen vorzunehmen, so wie es Taunusstein vorhat. Die haben sich im Übrigen an meiner Heimatgemeinde in Heidenroth orientiert. Wir haben es schon abgesenkt auf 50%. Das ist ein erster Schritt, aber es ist noch nicht zufriedenstellend. Und deswegen werden die Mittel, die wir jetzt vorhaben, hier einzusetzen, dazu führen, dass die Kommunen eher noch die Möglichkeit haben, sie ganz abzuschaffen, jedenfalls noch deutlich weiter zu reduzieren, um diese Ungerechtigkeiten abzuschaffen. Und ein weiteres Argument, die Erhebung der Beiträge verursacht eine ganze Menge Bürokratie. Und diese Bürokratie ist uns als Freie Demokraten auch ein Anliegen. Die kann man auch reduzieren, weil die muss irgendjemand bezahlen. Die werden nicht in Straßenausbau investiert, sondern rein in Verwaltung und Bürokratie. Auch diese wollen wir uns sparen, indem wir möglichst die Voraussetzungen schaffen, Ausbaubeiträge abzuschaffen. Straßenbeiträge. Entschuldigung, ich habe es schon wieder falsch gesagt, Herr Hoffmann. Ansonsten glaube ich, dass wir noch einige Punkte ansprechen sollten. Das Thema Zweiklassengesellschaft. Das ist sehr einfach argumentiert. Wenn ich Gemeinden habe, in denen ich Wasser- und Abwasserbeiträge von 11 € und mehr habe, und andere Gemeinden, in denen ich Wasser- und Abwasserbeiträge von 4 € habe, da habe ich auch eine Zweiklassengesellschaft. Das wäre dann sozusagen die nächste Aufgabe. Also dieses Argument, dass man eine ungleiche Behandlung hat, der eine hat einen Grundsteuerhebesatz von 380 Punkten, der andere von 780. Das wäre dann auch eine Zweiklassengesellschaft. Also, aber das ist trotzdem, von daher ist so, dass dieses Argument will ich an der Stelle so ein Stück weit entkräften. Und dann kommen wir noch zur Frage, wo kommen die Mittel her? Sie haben ja völlig recht, es kostet ja auch Geld. 60 Millionen ist ja nicht einfach nichts, muss man irgendwie bezahlen. Aber da muss ich ganz offen sagen, die Koalition hat für so vieles Geld. Und das ist tatsächlich so. Und die Koalition macht ein starkes Heimatgesetz, indem sie hunderte Millionen den Kommunen quasi entzieht und in eigenem Interesse weiterverteilt an die Kommunen. Das wäre zum Beispiel ein Weg, wo man die 60 Millionen herausnehmen könnte, über den KFA auf dem Weg verteilen könnte. Und dann hätte man hier auch eine Kompensation und eine Finanzierung. Insofern hoffe ich, dass dieser Vorwurf nicht kommen wird, weil das sind durchaus Möglichkeiten und vorhanden, das zu erreichen. Meine Damen und Herren, wir werden das ja noch einmal im Ausschuss beraten, und wir werden es auch noch einmal hier im Hessischen Landtag beraten. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass auch der von uns jetzt vorgelegte Ansatz, es über den KFA zu organisieren, der relativ einfach zu organisieren wäre. Wir wollen dort übrigens das auch noch als einen Punkt, dass die Mittel schwerpunktmäßig bei den kreisangehörigen Kommunen ankommen. Herr Schaus, ich bin nicht ganz bei Ihnen, dass diejenigen, die bis jetzt keine Straßenbeiträge erheben, gar nichts bekommen sollen, weil sie es bis jetzt anders finanziert haben. Das ist auch nicht wirklich gerecht. Wenn jemand bis jetzt schon hohe Grundsteuer B erhoben hat, um davon die Straßenausbau zu bezahlen, dann zu sagen, aber jetzt kriegst du auch kein Geld, weil du hast ja bis jetzt schon deine Bürger geschröpft, das ist nicht fair. Deswegen sagen wir, wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf die kreisangehörigen Kommunen, weil wir schon im ländlichen Raum ein echtes Problem haben. Und da wollen wir auch, dass ein Schwerpunkt der Gelder hinfließt. Und wir haben als zweiten Aspekt
die Kilometer in Straßenbaulast der betroffenen Kommunen, weil das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Auch da kann man sicherlich eine entsprechende Regelung finden. Meine Damen und Herren, wir haben heute einen Lösungsvorschlag vorgelegt, der, glaube ich, sehr gut gangbar ist. Ich hoffe, dass wir da in der Diskussion vielleicht auch noch einen Schritt weiterkommen würden. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Müller. Und jetzt darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Günther Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man ignorant und arrogant auftritt, dann kommt so ein Gesetzentwurf und so ein Gesetzestext wie von Schwarz-Grün zur Erhebung von Straßenbeiträgen heraus. Das ist genau dieses Verhalten führt zu einer solch gesetzlichen Regelung. Wie man nach einer Anhörung in diesem Plenarsaal des Landtages sich hier hinstellen kann. Also wir sollten wenigstens, Herr Kollege Bauer und Herr Hoffmann, ich weiß gar, die Grünen haben überhaupt keine Frage gestellt bei der Anhörung. Herr Bauer hat mal eine gestellt und ansonsten Augen nach unten und hoffentlich gehen die paar Stunden über uns. Wenn alle Anzuhörenden, also fast 100%, sagen, die Erhebung von Straßenbeiträgen oder von Wiederkehren löst das Problem nicht, ist ungerecht, spaltet die Bürgerschaft, sich dann hier hinzustellen und zu sagen, das ist alles Quatsch, wir machen das alles richtig. Herr Bauer, die Abschaffung von Straßenbeiträgen ist natürlich mit Bundesrecht vereinbar, weil das in anderen Bundesländern auch gemacht wird. Wer es will, kann es. Wir wollen es. Das ist die Botschaft, um die es hier und heute geht. Und die FDP ist ja wenigstens, Herr Kollege Müller, ich bin Ihnen dankbar, auf dem Weg der Läuterung. Das haben wir nicht zu kritisieren, weil Sie haben im letzten Jahr den Unsinn mit der CDU und den Grünen mitgemacht. Das ist Vergangenheit. Sie sind auf dem Weg der Läuterung. Ob Ihr Vorschlag jetzt das Problem tatsächlich löst oder ob zu viele Juristen daran beteiligt waren, das will ich auch gar nicht vertiefen, sondern wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Lösung erreichen, die für den Bürger nachvollziehbar ist. Kann ja nichts dafür, wenn die FDP zu viele Juristen hat. Dafür kann ich ja nichts, meine Damen und Herren. Und wir wollen jedenfalls, dass die Bürger entlastet werden. Und dann stellen sich die Vertreter von CDU und Grünen hin und sagen, das ist kommunale Sache. Ja, kommunaler Straßenbau ist kommunale Aufgabe. Das hat übrigens auch noch nie einer hier in diesem Landtag bestritten. Kinderbetreuung ist übrigens auch eine kommunale Pflichtaufgabe. Und das Land beglückt die Kommunen mit einer Zwangsabgabe. Sie nehmen Geld aus der Heimatumlage und Gewerbesteuerumlage und sagen den Kommunen, das Geld darfst du nur zu Kosten der Kinderbetreuung heranziehen. Was Sie machen, ist auch nicht kommunale Selbstverwaltung stärken, sondern Sie zwingen die Kommunen mit von Ihnen vorgegebenen Richtlinien. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und sich dann hinzustellen, es gibt mittlerweile über 70 Bürgerinitiativen. Der Sprecher, Herr Schneider, sitzt über mir. Herr Schneider, herzlich willkommen. Und Frau Nadine Müller, Sie kämpfen und engagieren sich über 70 Bürgerinitiativen. Wenn da kein Handlungsbedarf da wäre, würden ja nicht immer neue Bürgerinitiativen entstehen. So, vor Ort gibt es Resolutionen quer durch alle Parteien. Der Mann von Frau Puttrich in Nidda fordert die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen. Ja? Ein CDU-Vertreter. CDU-Vertreter vor Ort sagen, das ist ungerecht, die Kommunen müssen unterstützt werden. Und, meine Damen und Herren, warum erheben denn Kommunen Straßenausbaubeiträge? Die, die das nicht machen, erhöhen übrigens die Grundsteuer. Und Hessen liegt bundesweit nach Nordrhein-Westfalen bei der Höhe der Grundsteuer an zweiter Stelle. Auch das eine Folge, weil der Finanzrahmen hessischen Städten und Gemeinden nicht ausreicht. Eine Folge dieser Politik. Und wenn Kommunen in den letzten Jahren über 5 Milliarden € an Kassenkrediten in Anspruch nehmen mussten, dann ist es ja nicht so, wie manche Vertreter von Schwarz-Grün behaupten, die Kommunen könnten mit Geld nicht umgehen und sie das jetzt über die Hessenkasse ablösen müssen, weil die Kommunen vor dem Kollaps stehen. Dann ist das keine Ruhmestat, sondern wenn Sie selbst schon merken, dass den Kommunen das Wasser bis Oberkante Unterlippe steht, dann scheint es wirklich so zu sein. Und das Gleiche ist bei dem Thema Straßenausbaubeiträge. Was sage ich den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, und Herr Bellino ist nicht da, schönen Gruß an ihn an der Stelle, wenn er dann sagt, da gäbe es keinen Bedarf und in den 70er Jahren gab es das Gesetz. Ja, jetzt kommen die kommunalen Straßen, die in den 70er, 80er Jahren gebaut wurden, die sind sanierungsbedürftig.
Und der Maßstab des Ausbaus ist höchst unterschiedlich. Kommunalpolitiker wissen, was man nach Jahrzehnten findet, wie schlecht damals Straßen augenscheinlich gebaut wurden. Und deswegen ist der Sanierungsbedarf jetzt auch so hoch und so enorm. Und was sage ich Bürgerinnen und Bürgern, die Zehntausende von Euro bezahlen müssen? Antwort von Herrn Bauer, aber Sie können in 20 Jahresraten das abstottern. Schön, dass die Erben, weil man, nicht jeder wird das noch selber körperlich erleben, dann übernehmen die Erben die letzten Jahresraten. Aber das kann doch nicht ernsthaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, sein, dass die Kredite aufnehmen müssen zur Finanzierung der Beiträge. Weil im ländlichen Bereich war das eigene Haus oft die Altersvorsorge. Man hatte eine Rente, die war auskömmlich, man hatte das Haus bezahlt. Und wenn Sie dann 20.000, 30.000 Euro machen müssen, die Grünen haben ja mal gesagt, was sind ein paar 10.000 Euro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann teilweise die Existenz von Menschen bedeuten. Deswegen ist es ungerecht und sozial, und deswegen gehören Straßenbeiträge abgeschafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Kollege Bauer, ich bin ja bereit, mich mit Ihnen auch zu duellieren, wenn Sie mir die Gelegenheit dazu geben und Sie die Waffen mitbringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sagen, Herr Kollege Bauer, es gebe keinen Bedarf vor Ort und das wäre alles finanzierbar und das sei alles darstellbar. Der Bürgerfrieden in manchen Kommunen ist heillos zerstritten, weil die Leute das nicht einsehen. Kollege Müller hat es zu Recht gesagt. Die eine Straße zahlt, daher werden Beiträge erhoben, in der anderen nicht, weil das eine übergeordnete Straße ist. Das können Sie keinem mehr erklären. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, die unterschiedliche Klassifizierung, ist nicht mehr sachgerecht und angemessen. Und deswegen muss man bereit zu einer Veränderung sein. Und was machen Sie? Augen zu und durch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sind beratungsresistent. Und da muss ich sagen, es gibt auch genügend CDU-Kommunalpolitiker. Reden Sie eigentlich nicht mit Ihren Leuten vor Ort? Auch CDU-Bürgermeister haben resolutioniert dagegen. Sie treffen sich doch jede Woche Mittwoch. Wir können ja nicht vor 15 Uhr anfangen, weil Sie eine kommunalpolitische Runde haben. Was sagen Ihnen denn Ihre Bürgermeister? Die sagen Ihnen doch nicht, das ist ein tolles Gesetz. Die sagen, das Handlungsbedarf, das gehört abgeschafft. Schwarz-Grün, Augen zu und durch. Das ist Ihre Philosophie. Und dann, meine Damen und Herren, das werden wir übrigens rumschicken, also an die Bürgerinitiativen, gibt es heute den Entschließungsantrag, Drucksache 20/1148, Ziffer 3. Der Landtag bekräftigt, dass die bisherige Regelung toll ist. Und der Landtag unterstreicht, dass wir die Kommunen ausschöpfen mit Geldmitteln, dass das ja nur so brummt, dass die Kommunen gar keine Beiträge erheben müssten, weil sie ja im Geld schwimmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel zum Geldschwimmen. Erst treibt man sie in die Schuldenbremse. Dann müssen die Kommunen die Kosten der Kinderbetreuung immer mehr alleine bezahlen. Dann geben sie ein bisschen was, machen aber eine Zweckbindung. Also sie nehmen den Kommunen Geld weg. Also das ist ja der Diebstahl, den ich vorhin, ach, ich darf ja Diebstahl von Geld nicht sagen, aber einmal will ich es noch sagen. Also sie nehmen den Kommunen Geld weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist also der klassische Diebstahl, weil das Geld den Städten und Gemeinden gehört. Und da will ich Ihnen noch mal einen Satz sagen, was das mittlerweile auch für eine verlogene Politik ist. Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 400 Millionen € ist in der Tat kommunales Geld. Hat übrigens noch keiner bestritten. Davon machen Sie eine Zweckbindung von 300 Millionen €. Und Sie lassen den Kommunen mal gerade 25%. Das Geld anderer Leute ausgeben, ist doch keine seriöse Politik. Das ist heuchlerisch, was Sie machen an der Stelle, und zu verurteilen. Übrigens, völlig falsch, aber entspricht der Realität, ist übrigens die Masche, die Sie auch bei dem Mittelbundesteilhabegesetz machen. Das Geld, was behinderten Menschen zusteht, 59 Millionen, haben Sie zur Finanzierung der Hessenkasse entnommen. Das ist übrigens auch ein Punkt. Die Behindertenverbände sind Ihnen auch äußerst dankbar, dass Sie Ihnen das Geld vorenthalten. Das ist schwarz-grüne Politik auf Kosten anderer, die es dringend nötiger hätten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann die Mehr. Einige haben das abgeschafft. Ja. Und trotzdem wird der Kostendruck in den Kommunen in den nächsten Jahren weiter steigen und wachsen, weil die Kommunen mit den Aufgaben weiter in Anspruch genommen werden. Dann sagen Sie in Ihrem Antrag, muss man Sie alles mal auf der Zunge zergehen lassen, wer ein bisschen Ahnung von Kommunalpolitik hat, der kommunale Finanzausgleich wächst. Wenn Steuereinnahmen wachsen, haben wir einen bestimmten Mechanismus. Das ist jetzt keine tolle Erfindung von Rot-Grün, das gibt von Schwarz-Grün. Das gab es schon zu rot-grünen Zeiten, das gab es zu sozialliberalen Zeiten. Also es ist eine normale Entwicklung, dass die Kommunen an der allgemeinen Entwicklung teilhaben. Aber es reicht ja trotzdem nicht aus.
Und warum schaffen denn viele andere Bundesländer Straßenbeiträge ab? Warum? Übrigens hat auch keiner von Ihnen gesagt, die Gesetzentwürfe von LINKEN und der SPD seien verfassungs- oder rechtswidrig. Das kann man so machen. Man muss es politisch wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, andere Länder machen es auch. Übrigens ist das ja eine Politik, die Sie betreiben. Also, Sie wissen ja, der Kopf ist rund, damit man manchmal beim Denken die Richtung ändern kann. Sollte man mitnehmen, Herr Kollege Bauer, an der Stelle, weil Sie sagen, Augen zu und durch. Und deswegen beantragen wir auch für unseren Gesetzentwurf die dritte Lesung, weil Sie sollen noch einmal 3 Wochen Gelegenheit haben, von den Bürgerinitiativen, von Bürgermeistern, von Bürgern Schreiben, Mails zu bekommen, die Ihnen alle sagen, Ihre Lösung hilft uns nicht, sie ist ungerecht. Und wenn Sie dann am Schluss noch beratungsresistent sind und das alles ablehnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Versprechen gebe ich Ihnen für die sozialdemokratische Fraktion. Wir werden Sie bei dem Thema mindestens so lange treiben, bis Sie abgeschafft sind, zur Not die ganze Wahlperiode. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rudolph. Hat sich noch gemeldet der Kollege Müller. Es verbleiben ihm 1 Minute und 8 Sekunden. Ich will, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich will noch einmal versuchen, Sachlichkeit zurückzubringen in die Debatte. Ich wurde eben gefragt von Herrn Schaus, wieso befristet auf 5 Jahre. Der KFA ist ja bedarfsfinanziert seit geraumer Zeit. Aber er ist länger bedarfsfinanziert als das Gesetz, die Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen, Entschuldigung, Herr Hoffmann, abgeschafft hat. Und deswegen sind die Bedarfe bis jetzt im KFA nicht berücksichtigt. Das haben wir in der Kleinen Anfrage auch so als Antwort erhalten. Und wir gehen davon aus, dass in Zukunft die Bedarfe auch für den Straßenbau dort entsprechend berücksichtigt werden. Und deswegen sollten wir jetzt, und wenn das vorher ist, ist es auch gut, wir haben einen Investitionsstau im Bereich der Gemeindestraßen, der wird mit dem Geld dann hoffentlich abgebaut. Aber ab diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, steht auch im Antrag, dass dann die Bedarfe auch über den KFA ohnehin mit abgedeckt werden. Wenn da ein Delta besteht, muss man dann schauen, wie es aussieht. Aber das ist eigentlich ab dann mit den Bedarfen abgedeckt. Das wollte ich nur noch erläutern in meiner letzten Minute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Für die Landesregierung spricht der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will für die Landesregierung erklären, dass im Mai 2018 eine Regelung gefunden worden ist, die unter anderem wohl auch so ähnlich in Sachsen, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen gültig ist und dass wir diese Regelung als Landesregierung nach wie vor sozusagen für richtig halten und daran festhalten werden, meine Damen und Herren. Ich will, Herr Kollege Rudolph, kurz 2 Antworten auf Sie und auf Herrn Kollegen Müller geben. Wenn man immer dieselbe Rede hält hier zu diesem Thema Straßenausbaubeiträge, dann kann das schon einmal passieren, dass einen die Lebenswirklichkeit irgendwann einmal überholt. Weil die kommunale Konsolidierung ist in den letzten Jahren erfolgt. Die Konsolidierungsschritte können Sie nachlesen in diesem herausragenden Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der vorgelegt worden ist. Ich will Ihnen aber noch dazu sagen, Herr Kollege Rudolph, dass die Überschüsse bei den Kommunen im Jahr 2017 bei über 1 Milliarde lagen und dass die Überschüsse im Jahr 2018 bei den Kommunen bei über 800 Millionen € gelegen haben. Nur als kleiner, vorsichtiger Hinweis darauf, dass die kommunale Finanzlage nicht ganz dem entspricht, wie Sie sie hier gerade eben vorgetragen haben, meine Damen und Herren. Zur FDP möchte ich sagen, Herr Kollege Müller, wie billig ist das denn? Also seien Sie mir nicht böse, wie billig ist das denn? Die Halbwertszeit Ihrer Entscheidung die hält noch nicht mal mehr 1,5 Jahre. Sie haben hier entschieden, mit uns im Mai 2018 die Regeln so vorzunehmen und kommen heute und erklären, ja, das ist zwar alles richtig, aber jetzt muss doch das Land noch einmal irgendwo 60 Millionen € obendrauf legen. Wie billig ist denn das, was Sie hier vorgetragen haben? Wir bleiben dabei, meine Damen und Herren, es gibt nichts Kommunaleres als kommunale Straßen. Und deswegen ist es und bleibt es eine Aufgabe der Kommunen, die in Selbstverwaltung und, ich sage,
in Selbstverantwortung am Ende saniert, ausgebaut und wie auch immer werden und welche Beiträge Sie dazu leisten, das ist Ihre Entscheidung. Die können Sie in kommunaler Selbstverwaltung eben auch treffen. Und die Vielfalt der Lösungen sind hier angesprochen worden, sodass ich mich darauf beschränken kann, noch einmal zu erwähnen, auch auf den Hinweis von der AfD, es sei unsozial. Die Umverteilungswirkung durch die Vorschläge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zulasten des Landes, der Grundsteuer oder was auch immer, die Umverteilungsvorschläge sorgen dafür, dass Eigentümer entlastet werden, dass alle anderen aber belastet werden. Ich kann sozusagen diese soziale Unwucht nach wie vor nicht nachvollziehen. Aber das bleibt denen überlassen, die das wollen. Die Hessische Landesregierung wird an der Regelung, die im Mai 2018 gefunden worden ist, festhalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Es ist dritte Lesung beantragt. Insoweit überweisen wir die beiden Gesetzentwürfe zur Vorbereitung der dritten Lesung in den Innenausschuss. Was machen wir mit den Anträgen? Die kommen mit rein. Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Weil es so schön ist, überweisen wir die gleich auch mit. Das ist eine ganz herausragend gute Idee. Dann machen wir das. Und bitte? Ja, ja, wunderbar, dann machen wir das. Kommt alles in den Innenausschuss. Ja, so machen wir das. Wunderbar. Dann haben wir jetzt noch, ja, langsam. Meldet sich jemand? Nein. Dann haben wir jetzt noch ein paar Tagesordnungspunkte bzw. die Frage, soll alles ins nächste Plenum, alles ausnahmslos ins nächste Plenum. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Wünsche. Bitte? Verstehe kein Wort. Ja, dann lass es auch. Bedanke mich sehr herzlich, verabschiede Sie, schließe die Sitzung. Alles Gute, wir sehen uns in wenigen Wochen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss kommt in Sitzungsraum 501a zusammen.